Ja, und dann ganz wichtig natürlich bei der Arbeit das Reinigen der Spritzpistole. Das ist also das A und O, weil es ist wirklich ein hochwertiges technisches Arbeitsmittel. Und wenn die Farbreste in der Spritzpistole verbleiben, habe ich eventuell einen irreparablen Schaden oder muss das Ganze einsenden und kann also beim nächsten Mal nicht entsprechend mit dem Gerät vernünftig arbeiten. Und natürlich bei jedem Farbwechsel ist es auch notwendig, dass ich die Spritzpistole entsprechend reinigen kann. Dazu schüttelt man die Reste dann aus. Hierfür haben wir einen Behälter, beispielsweise in dem Reste entleert werden. Das gibt es bei uns im Programm. Dann wird mit dem Verdünner oder aber Ermaschinen die Spritzpistole gereinigt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist immer wieder zwischendurch die Spritzpistole im Düsenbereich von Farbresten zu befreien, denn gerade die Aquacolor-Farbe, weil sie halt schnell trocknet, kann sich hier festsetzen. Ja, und das Ganze so lange wiederholen, bis halt keinerlei Farbe mehr rauskommt. Ja, und für generelle Hinweise bzw. Tipps und Anregungen gibt es bei uns eine DVD, die den Umgang mit unseren normalen Normalfarben, aber auch mit den Aquacolor-Farben. Aquacolor-Farben eingehend beschreibt. Das ist also auf jeden Fall auch nochmal ein wertvoller Ratgeber für den Umgang mit den Spritzpistolen. Ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Wenn noch weitere Fragen sind. Das mit dem Wasser, also muss das, also kann das Leitungswasser sein? Das ist ganz normales Wasser, ja. Nein, nein, kein destilliertes Wasser oder was auch immer. Ganz normales Leitungswasser. Das ist halt der Vorteil dieser Farben. Und sie sind geruchsarm. Man kann damit also wirklich problemlos arbeiten und wenn mal irgendetwas daneben gegangen sein sollte, kann man es mit Wasser oder halt mit entsprechenden Verdünner oder Reinigungsmittel aus dem Aquacolor-Programm ohne Probleme wieder sein. Ja, und bei den Spritzpistolen haben wir also bei uns mittlerweile 4 Geräte im Angebot in verschiedenen Ausführungen. Was ich eben schon sagte, die Single Action für den Anfänger und dann halt Double Action für den fortgeschrittenen Modellbauer. Man sieht hier dann beispielsweise auch, wie sich die Nadel bewegt. Die Nadel selber, das ist eine 0,5 mm Nadel, die also wirklich für feinste Ergebnisse dann auch eingesetzt werden kann. Ja, gibt es noch weitere Fragen dazu? Ja. Bitte, etwas lauter. Die Farben sollten
Ja, also Frost sollten sie nicht ausgesetzt sein. Ich sag mal so bis 5 Grad kann man sie also durchaus dann auch von Außenbereich reinsetzen, aber auf keinen Fall natürlich Frost aussetzen. Das gilt aber auch für alle anderen Farben. Also möglichst bei Zimmertemperatur verarbeiten, denn sag mal so, Temperaturen um die 18, 20 Grad erlauben eigentlich auch optimale Farbfließeigenschaften beim Lackieren. Das ist ja auch ganz wichtig. Und je kälter es ist, umso unflexibler wird die Farbe natürlich auch. Wie fest haftet die dann auf den Kunststoff? Ja, ich sag mal so, diese Modellbaufarben sind natürlich jetzt nicht für extreme Beanspruchungen geschaffen. Und beim Modellbau, sag mal, generell grundiert man die Modelle natürlich. Auch dafür haben wir einen entsprechenden Stoff. Das ist bei uns Aqua Color Basic. Also eine weiße Grundierflüssigkeit, die zuerst aufgesprüht wird. Oder mit der Spraydose kann man so etwas auch auftragen. Das Ganze wird dann wiederum abgeschliffen und dann kommt die endgültige Lackierung. Und die ist absolut grifffest, aber natürlich nur bedingt abriebfest. Ansonsten, wie gesagt, Informationen über das Airbrush-Programm haben wir bei uns im Katalog natürlich drin. Über Kompressoren, Spritzpistolen. Da gibt es noch ein Starter-Set, wo im Prinzip ein kleiner Kompressor mit einer hochwertigen Spritzpistole schon enthalten ist. Auch Farben sind dort enthalten. Das Ganze für 129 Euro im VK. Also als Komplettpreis wirklich eine sagenhafte Sache. Ja, und bei den Kompressoren, wie gesagt, Bandbreite 109 bis 259 Euro bei den ganz hochwertigen. Der Arbeitsdruck für den Betrieb der Spritzpistolen sollte immer 2 Bar betragen. Es gibt natürlich Leute, die auch nur 1 Bar als Druck verarbeiten, aber dann nehmen sie natürlich auch andere Flüssigkeiten oder haben spezielle Handhabungen. Üblicherweise 1,8 bis 2 Bar. Das Ganze lässt sich bei den hochwertigen Kompressoren dann zum Beispiel individuell einstellen. Da gibt es ein Manometer, Druckventil, Wasserabscheider und wie gesagt, die Einstellmöglichkeiten des Arbeitsdrucks. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Bitte? Der Druck ist ungefähr 2 Bar, ja. Nachteil der Druckflasche ist allerdings, dass sie nach einer gewissen Zeit bereift und dann der Druck absinkt. Also für den Anfängerbereich, für kleinere Sachen, absolut geeignet. Wenn man allerdings größere Flächen, wie gesagt, lackiert, sollte man einen Kompressor anpassen. Das ist also ganz, ganz wichtig. Weil sich das natürlich auch irgendwo rentiert. Die Druckflaschen sind relativ teuer. Man kann dem Ganzen etwas entgegenwirken nach der Bereifung, indem man dann diese Flasche zum Beispiel in ein warmes Wasserbad stellt. Dann hat man wieder eine entsprechende Möglichkeit, Druckluft freizugeben. Aber naja, für den Dauerbetrieb ist der Kompressor einfach empfehlenswert.